Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und auch anderes Zeug, was man so halt für den Lab bauen kann. Mein heutiges Thema wird sein, ich werde eine Piratenpistole bauen. Also quasi, was heißt eine Piratenpistole? So eine Steinschlosspistole. So als Nahkampfwaffe. Also quasi ohne Kern, ohne alles. Das Ding ist ja quasi nach dem ersten Schuss eigentlich erstmal nutzlos. Da ist der Gegner ja schon dran und dann kann man das Ding ja noch als Keule oder was auch immer benutzen oder mal in den Kopf schmeißen. Naja, soweit der Gedanke. Da werde ich jetzt mal ein Video zu machen, mal gucken. Ich habe vor Jahren schon mal so ein Ding gebaut. Allerdings musste ich jetzt die Schablone neu machen, weil ich da gar keine mehr von hatte, warum auch immer. Aber wenn euch das Thema gefallen sollte, bleibt dran, ne? Wir sehen uns. So Leute, ich habe da so ein bisschen ein paar Sachen vorbereitet gehabt. Und zwar bin ich hingegangen, habe mir ein Bild am Monitor gesucht. Hab dann so eine Steinschlosspistole quasi auf Papier erstmal abgezeichnet und habe das Ganze dann anschließend in Einzelteile zerlegt. Erstmal aus Papier und anschließend aus Pappe. Bin ich hingegangen, habe dann erstmal so die Hauptform gemacht. Ist jetzt nicht so das Ganze, aber so ungefähr, dass ich weiß, wie sie nachher so grob aussehen soll. Bin dann hingegangen, habe dann quasi den Lauf quasi rausgetrennt. Habe dann davon drei aus 10er Matte, so drei Teile gemacht. Die werde ich dann zusammenkleben. Nachher noch so ein bisschen schleifen, damit dann alles ein bisschen runder ist. Den Lauf, den werde ich dann quasi, das letzte Stück muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also, dass das quasi hier noch so drauf kommt. Ne? Ich werde dann wahrscheinlich erstmal aus diesen drei 10er Matten Stücken, bin noch am überlegen, ob ich ihn rund mache, aber ich denke mal, ich werde den so sechseckig machen. Sieht vielleicht ein bisschen hübscher aus. Prinzipiell könnt ihr auch rund machen, aber das lasse ich jetzt mal. Ich versuche es mal so. So, dann haben wir, wie gesagt, hier von drei Teile. 10er Matte, davon drei Teile für den Lauf. Dann habe ich das Teil zum Zünden quasi gemacht. Auch aus 10er Matte. Den Abzug, das ist jetzt noch ein bisschen... Finger kriegt man noch nicht so wirklich rein. Ich werde dann noch ein bisschen dünner und filigraner nachher machen, dass das dran kommt. Dann noch hier die Pfanne oder wie auch immer das Ding heißt, wo dann quasi das Ding rein. Dann werde ich nachher aber das Ganze werde ich ein bisschen mit dem Lötkolben dann alles noch was hübscher machen. Das ist jetzt alles noch so die Grundform. Dann halt noch die Platte, wo das Ganze halt drauf kommt. Ich glaube, dann kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, wie das Ganze nachher dann aussehen soll. Ja? Also quasi hier so. Mal gucken, irgendwie so, ne? Dann mit dem Ding noch dran und dann halt der Lauf oben drauf. Also das ist jetzt so der grobe Plan. Das Ganze mache ich natürlich dann später dann auch noch ein bisschen hübscher. Aber das ist jetzt so ungefähr, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das Ding jetzt zusammenschraube. Ja, dann fangen wir jetzt mal an und kleben das Ganze. Das tun wir mal hier auf Seite. Dann gehen wir hin. Ich nehme einfach mal irgendein Teil, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch mal wieder eine Zeitung oder was runterlegen können, aber ich versuche einfach mal nicht so viel rumzukleckern. So. Gehen wir hin. Machen das Ganze erstmal hier auf der einen Seite. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich das gleich noch spiegle, sonst habe ich nämlich wieder die verkehrte Seite geklebt. Ja. Man müsste immer ein bisschen aufpassen. So. Zwar hätte ich vorher vielleicht mal machen sollen. Geh da hin und klappt das einfach so rum. Dann machen wir jetzt mal von der Seite erstmal.
So, das sind schon mal die zwei Teile. Das Teil lassen wir erstmal liegen, weil die tun wir erstmal zusammen. Und dann fangen wir an, schon mal den Lauf auch schon mal zu kleben. Und dann hat alles schon mal so ein bisschen trocknen. Ein bisschen so antrocknen. Bin mal gespannt, wie das Ding nachher wird. Ups, seht ihr, dann fangen wir nämlich schon an rum zu kleckern. Deshalb, wie gesagt, am besten immer eine Zeitung oder was drunter legen. So, das Ganze lassen wir jetzt auch erstmal wieder antrocknen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze soweit angetrocknet ist. So Leute, habe mich dann doch entschlossen, ein bisschen Papier drunter, Zeitung, da ich ja momentan an zwei Videos dran bin. So, das Kleckerchen nämlich alles so sehr voll. So, das wird jetzt erstmal hier der Lauf. Dann haben wir schon mal die eine Seite, haben wir schon mal drauf. Dann gehen wir hin mit dem Teil hier. Schauen wir mal irgendwo, dass wir hier an der Kante anfangen. Dann erstmal den unteren Teil. So. So, dann haben wir das hier auch schon mal drauf. Und dann gehen wir jetzt an die nächsten Teile. Bei dem Teil hier ist das ja. Aber da muss ich gucken, dass ich eine Seite plan habe. Damit das danach auch vernünftig aufliegt. So, gehen wir erstmal hin. Machen wir schon mal die Stellen hier. So. Schon wieder zu viel drauf geschmiert. Wie gesagt, Leute, immer Zeitung benutzen. Oder irgendwas anderes, was ihr voll sauen könnt. So. So, die Teile. Geht aber hin, legt drauf, einmal spiegeln und dann geht's weiter. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt wieder so ein bisschen antrocknen. So Leute, dann kleben wir das Ganze weiter zusammen. Wie gesagt, das wird der Lauf. Und das hier, gucken wir mal. Fangen wir hier oben an der einen Seite an. So, das hier runter. So. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal vernünftig trocknen. Und dann fangen wir an, das Ganze ein bisschen zu schleifen, damit danach quasi schon mal der Lauf drauf kommen kann. Da müssen wir dann mal gucken, wie man das am besten macht. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Jetzt schneide ich das hier noch so ein klein wenig was bei, damit ich nachher nicht so viel schleifen muss. Und dann fangen wir mal an, das Ganze so ein bisschen zu schleifen. Ganze wohl noch ein bisschen schmaler dann machen. Aber erstmal
werde ich das Ganze noch ein bisschen gerade schleifen, dass das alles plan ist. So Leute, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie man das am besten mit dem Lauf machen. Also wenn man das so drauf wird, das wahrscheinlich ein bisschen zu eng. Weil wir wollen das Ding ja auch in sechseckig machen. Also würde ich wohl hier noch ein Stück absäbeln müssen. Dann hoffen wir mal, dass das so halbwegs funktioniert. So, das Ding soll hier drauf, damit dann mal so ein bisschen Luft hat. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen schmirgeln. Das sieht irgendwie aus, als wenn das nicht so wirklich. So, mal schauen. Mal das jetzt hier so ein bisschen drauf. Das Ding aber immer noch ein bisschen viel zu hoch. Okay, also das Ding hätte ich quasi nur zwei hoch machen brauchen. Naja, egal. Dann schneiden wir hier eine Klebekante ab. War mal wieder ein Denkfehler meinerseits. So, haben wir das jetzt ungefähr so. Naja, so ganz ist es immer noch nicht, aber es wird. So, dann gehen wir mal hin. Wenn wir das Ganze ja so ein bisschen eckig machen wollen. Schneiden wir hier noch so ein bisschen was runter. Schon gar nicht mal so übel aus. Kann man, glaube ich, mit arbeiten. Ja. Dann ist es irgendwie ein bisschen schief hier. So, mal schauen. Dann gehen wir mal hin. Ja, und kleben das Ganze jetzt erstmal drauf. So, erstmal noch ein Stück. So, dann haben wir das Teil jetzt schon mal. Der Lauf ist dran. Mal schauen, wo machen wir denn weiter? Wir könnten jetzt hingehen. Jetzt muss ich mal gucken, ungefähr. Mal die anderen Schablonen hier rüberholen. Bin mir jetzt nämlich gar nicht mehr so sicher, wie das hier mit dem Ding ist. Ich glaube, ja. Das hier. Also ganz sicher bin ich mir bei dem Teil jetzt irgendwie nicht mehr so ganz.
Ja, vielleicht hätte ich den Griff vorher noch ein bisschen rundschleifen sollen. Aber ja, gut. Kann man später auch noch machen. Oder machen wir jetzt gleich. So. Ich denke mal, das Ganze kann man jetzt schon mal so halbwegs erkennen. Ne? Wie gesagt, das Ganze wird dann nachher noch mit dem Lötkolben, dass das alles ein bisschen mehr schöner aussieht. Auch hier der Abzug und alles. Und dann schauen wir dann mal. So, dann fangen wir jetzt erstmal an und werden das Ganze noch ein bisschen rundlicher machen. Wie gesagt, ich hätte besser Dreck machen sollen. Naja, gut, egal. Also ich glaube, das wird nicht die letzte Pistole sein, die ich baue. Ich glaube, da würde ich noch mehr von machen. So, hier machen wir wieder nur eine kleine Phase rein. So, ich glaube, das hier werden wir auch noch ein bisschen abrunden. Wenigstens so ein bisschen. So, den Lauf haben wir jetzt auch soweit schon mal. Vielleicht machen wir auch noch ein bisschen so ein Loch oder irgend so was rein. Oder wir setzen noch ein kleines Stück drauf mit einem Loch, dass das auch aussieht, als wenn halt ein Lauf, dass da doch was rauskäme. So. Dann würde ich mal sagen, das ist schon mal so der grobe Aufbau. Damit können wir schon mal weiter arbeiten. Und fangen jetzt an die Feinarbeit. Und zwar, gucken wir mal. Was machen wir denn da jetzt Schönes? Ich würde mal sagen, wir fangen an und machen hier diesen Rand. Dafür nehmen wir... Ja, nimm mal hier ein Stück. Ach Leute, das sieht hier schon wieder aus wie Bombe. Aber ihr kennt das ja vielleicht, wenn er selber auch bastelt. Ne? Das sieht immer irgendwie aus wie Sau, wenn man nicht dauernd aufräumt. So, dann gehe ich jetzt erstmal hin. Wie gesagt, das ist wieder so ein Stück 10er Matte vom Kernstab rausschneiden. Geht er wieder hin, schneidet dann wieder so eine Ecke raus. Diesmal auch relativ dünn, weil das Teil ja nicht so besonders groß ist. Mal gucken wir mal. So. In der Zwischenzeit können wir, glaube ich, auch schon mal den Lötkolben anmachen, weil den Abzug, den will ich dann auch gleich machen, wenn wir schon einmal dabei sind. Dass ich hier noch Steckdosen habe, Leute. Jetzt wäre ich hier heillos verloren. So, lassen wir das Ding jetzt auch ein bisschen anglühen. So, und dann gucken wir mal. Fangen wir mal hier irgendwo an einer Stelle an. Irgendwie habe ich hier überall noch das Gebröse vom Schleifen. So. Schauen wir mal. Wird quasi so ein bisschen so eine Einfassung werden. Nehmen wir mal die Schere. Und immer schön aufpassen, dass ihr euch nicht die Finger verkokelt. Ne? Beziehungsweise das Ding ist heiß, wisst ihr ja. So, mal schauen. Fangen wir den an. Machen wir hier auf der Seite weiter. Ja. Mit. So. Schauen wir mal, ob wir das in einem Rund geklebt kriegen. Kann vielleicht wieder ein bisschen sportlich von mir sein. So. Ich
Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie so ein bisschen dran kriegen. So, irgendwie. Dann wird es ja das irgendwie auch nicht so ganz durchgehen aus. Kann sein, dass das alles nachher nicht so ganz hundertprozentig ist wie bei einer originalen. Aber ich denke mal, dass die Leute werden es ja verstehen, wie es gemeint ist. So. So, dann haben wir schon mal so den groben Grundbau, haben wir schon mal fertig. Ne? Ich denke mal, das kann man schon erkennen, was das ist. Wie gesagt, kann man ja dann so nehmen. Mensch, das Ding liegt so ja gut in der Hand. Finde ich gut. So, dann gucken wir mal eben. Und zwar wollte ich ja noch was drunter machen. Und zwar, dann nehmen wir das Stück hier, was ich vorhin hatte. Schneiden das ein bisschen dünner und gucken wir mal, ob man das irgendwie dafür benutzen kann. Und zwar wollte ich ja noch für den Ladestock hier so was drunter machen. So. Das könnte sogar funktionieren. Das ist zwar jetzt immer noch so ein bisschen dick, ein bisschen kürzer. Naja, gut, Leute, wir machen es jetzt nicht so hundertprozentig wie eine Originale. Vielleicht ist das alles ein bisschen anders, aber ich denke mal, das wird schon so okay sein. Gibt ja verschiedene Varianten von den Dingern. Wir mischen jetzt einfach mal so ein bisschen. So. So, jetzt haben wir das soweit. Dann gucken wir mal. Da wollten wir hier eigentlich auch noch irgendwie so Metallbeschlag. Den müsste ich eigentlich auch noch irgendwo drin haben. Ja, seht da. Hier. Und zwar gucken wir mal. Da ist 6er Matte. Ja, dafür bräuchte ich 3er, Leute. Habe ich hier noch 3er rumfliehen? Ansonsten muss ich das wirklich mit 6er machen. Mal kurz gucken. Ich noch ein Stück 6 Dreiermatte hab. Oh ja, Leute, ich hab noch. Das ist immer, wenn man nicht alles vorbereitet hat. Ne? Ab und zu bereite ich ja mal vor. Heute ist eigentlich irgendwie mal wieder so ein Großteil alles improvisiert. Ihr kennt mich ja. So. Dann machen wir einfach von den Teilen hier. Machen wir auch noch mal so 2 Teile. Also wenn, dann wollen wir das ja schon ein bisschen hübsch machen. Soll jetzt nicht so hundertprozentig wie eine Hechte aussehen, aber wenigstens, dass man erahnen kann, dass eine Pistole sein soll. So. So, das Teil haben wir jetzt auch schon mal aufgekrackelt. Dann gehen wir hin. Jetzt schmeißen wir mal auf Seite. So, Teil Nummer 1.
So, gucken wir mal, das machen wir so drauf. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. So. So, haben wir auf der anderen Seite auch. So. Okay, das Ganze ist jetzt ein bisschen schief geworden, das hätte ich ein bisschen höher kleben müssen. So. Das ist jetzt immer noch nicht so ganz optimal. Hätte ich vielleicht vorher noch auf der anderen Seite ein bisschen gucken sollen, aber naja, so halbwegs passend jetzt. So. Ist okay. Kann man so lassen. So. So, dann haben wir das jetzt. Das Ganze tun wir gleich, wenn das ein bisschen abgekühlt ist, noch so ein bisschen abschleifen, dass das noch ein bisschen runder ist. Dann gucken wir gleich mal, wie weit der Lötkolben ist. Das schneiden wir hier noch so ein bisschen bei. So, ein bisschen schleifen. So, ich denke mal, so allmählich wird es, oder? So, dann haben wir das schon mal. Und wenn wir mal gucken, das Ganze hier, das müssen wir natürlich alles noch ein bisschen größer kriegen. Hat das jetzt echt sehr grob alles hier gemacht. Ein bisschen was feiner arbeiten. Aber das machen wir jetzt gleich dann mit dem Lötkolben. Schon mal ein bisschen beischneiden, damit es dann nicht ganz so viel Stinkerei gibt. Leute, ob das nicht heiß wird, ist ja kein Wunder, wenn ich wieder den Heißföhn eingesteckt habe. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich in Rente gehe. Doch. So, ja, da müssen wir noch ein bisschen was anderes machen. So, was machen wir denn da weiter? Wir könnten ja... Hätten wir quasi auch vorher machen können, aber naja. Warum? Einfach, wenn man doch sehr schwer machen kann. Ihr kennt das ja. So, wie gesagt, schon so ein Ding lange nicht mehr gebaut. Ich glaube, ich habe mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, hatte ich mal ein, zwei oder drei gebaut, aber das ist schon ewig her. So.
Ja, das sieht schon mal besser aus. Heißkleber brauchen wir erstmal nicht mehr, glaube ich. Steckt man aus. Seite. Dann brauchen wir jetzt gleich den Lötkolben. So, mal schauen. Könnte man eigentlich noch so ein klein wenig was schleifen. Ups. So. Gucken wir mal, was der Heiß. Ach, der Heißkleber sah ich schon. Der Lötkolben sagt. Der Lötkolben sagt, ich werde heiß. Das ist schon mal gut. Dann werden wir das Ganze jetzt hier noch so ein bisschen was beimachen. Naja, ist jetzt nicht so ganz 100%, aber so ungefähr. Ich denke mal, das ist soweit schon mal okay. Jetzt gehen wir nochmal beim Heißluft für unten drüber. Diesmal nehmen wir aber, glaube ich, mal den richtigen Stecker. Hoffe ich auf jeden Fall. So, schauen. Dann müsste das hier sein. So. Naja, an der Seite sieht es jetzt nicht ganz so toll aus. Aber wie gesagt, das soll ja nur eine Wurfwaffe sein oder für Nahkampf was. Ich denke mal, das kann man noch ein bisschen schöner machen. Aber für das Erste sieht es doch schon mal ganz passabel aus. Ne? Ich glaube, ich werde dann hier noch am Lauf vorne noch ein bisschen was draufsetzen, dass da halt noch ein bisschen Vertiefung ist. Beziehungsweise mit einem Locheisen würde ich dann noch was machen, dass das noch ein bisschen aussieht, als wenn da auch was rauskommen könnte. So Leute, ich denke mal, ne? Das Ding ist doch schon mal ja nicht mal so schlecht. Den Daumen kriegt man mittlerweile auch rein. Gut, für Leute mit Wurstfingern ist das vielleicht auch noch nicht so das Optimale. Aber so für meine erste Pistole seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, ist das doch mal schon mal ganz okay. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht, dass ich das Ding übermäßig total detailgetreu machen will. Es geht halt nur darum, dass man eine Nahkampfwaffe als Pirat oder was auch immer, Musketier oder was auch immer mal spielt. Ne? Das Ding, das liegt schon mal gut in der Hand. Ne? Safe ist das Ding auch, hat ja keinen Kern. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, das wird jetzt der erste Teil sein von der Steinschlosspistole oder wie auch immer. Im nächsten Teil werde ich das ganze Ding dann pinseln, ein bisschen noch verhübschen vielleicht, noch ein paar Abgüsse oder sowas. Ich weiß es noch nicht, vielleicht halte ich das Ding auch ganz schlicht. Also wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr wissen wollt, wie das Ding fertig aussieht, kennt das ja. Kommentare, Abos, Likes, gern gesehen, vor allen Dingen Abos, ne? Da ihr nicht verpasst, wie es weitergeht, dann sehen wir uns im nächsten Teil, wenn ich mit der Steinschlosspistole weitermache. Wir sehen uns.